Hallo, ihr guten und lieben Leute. Und besonders ihr Bösen. Ja, wir sind in Runde 1 und haben eine Startantie, die gar nicht so verkehrt aussieht. Ich bin fast überrascht. Und ich werde die auch behalten. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze hier so funktioniert. Ich denke mal, mit 2, 3 Portent of Betrayal mehr im Deck wäre ich doch auch wesentlich glücklicher. Aber hey. Wir probieren es mal so. Riptide Turtle, okay. Einfach nur der Counterpart zu unserem Ragehound auf gewisse Art und Weise. Dann, ja, greifen wir mal an. Der muss ja. So, und ja, wenn der jetzt gecountert wird, ist das für uns kaum mal halb so wild. Nee, das brauchen wir gerade überhaupt nicht. Wir haben schon das vierte Land und haben ja kaum teure Karten in unserem Deck. Na ja, okay. Vielleicht hat der Gegner noch einen 2-Mana-Spell offen. Was gibt's denn da? Zumindest nichts an Countern. Ja, gut, zwei Two-Drops raus, das sollte ziemlich klar sein. Nur welche? Eventuell hole ich mal zuerst eine Lamphead raus. Einfach nur, weil es sinnvoll ist, die schon mal auf dem Schlachtfeld zu haben. Falls der Gegner irgendwelchen Removal auspackt. Okay, und dann wollen wir noch was hinterherballern. An Kreaturen meine ich jetzt. Oder das Omen offen lassen. Und das Sacrifice. Nö, ich denke mal. Hier nehmen wir ganz gerne. Aber den Tempel Thief. Der kann auch von der Naiad nicht geblockt werden. Und da sind wir nicht so traurig drum, wenn der Gegner da einen Omen drauf feuert. Ich denke mal, das Oracle wollen wir dann lieber uns noch aufheben. Ist ein bisschen mehr wert als der Thief. Oh, Moment mal. Spielt der Gegner jetzt ein Board Wipe? Was könnte er denn sonst haben? Also, ich vermute, hier kommt ein Board Wipe. Von daher blocke ich hier mit der Lamphead. Wenigstens den Combat Trick provozieren, falls es davon einer ist. Das ist auch kaum halb so wild. Ich denke mal, so oder so war der, ist der Block. Selbst wenn der Gegner keinen Board Wipe hat, ist der hier vernünftig. Okay, dann legen wir mal noch eine Lamphead nach. Oder. Jetzt hat der Gegner so viel Mana offen. Na, diesmal lassen wir es offen. Sagt, können hier eben noch was für Value opfern. Mit sowas haben wir ja schon gerechnet. Mal gucken. Wow. Aggressiv. Okay. Noch ein Eidolon. Und dem Gegner gehen schon die Karten aus. Das ist unsere Chance. So, wir wollen nicht, dass er das Eidolon opfert. Denn das hieße, wir müssten das diese Runde schon töten. Wenn das aber mit dem Ragehound tradet, hey. Da bin ich doch dabei. Das heißt, wir greifen hier an, ohne irgendwelche Einschränkungen zu kennen.
Ja, okay. Klar, einfach ein bisschen Damage vermeiden. Kann man machen. So, wie gesagt, mit einem Land kann er nächste Runde das Eidolon dann opfern, um ein paar neue Karten zu ziehen. Das wollen wir gerade irgendwie nicht. Deswegen lassen wir ihn erstmal scryen, damit er sich, wenn das da kein Land ist, seine Karten entsprechend zurechtlegt. Da ist die Knight of Divine. Okay, auch alles kein Problem. Und jetzt können wir mit Omen das Eidolon loswerden, um den Card Draw zu verhindern. Okay, es war aber ein Omen of the Sea, was der Gegner sich oben drauf gelegt hat. Zwei Top. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Also die Chimera, die ist schon ein bisschen heftiger. Die ist sehr problematisch jetzt, ja. Der Gegner greift weiter mit deinem Naiad an. Ich bin ja irgendwie, ich finde das ja irgendwie klasse. Der hat ja, der Gegner, der hat Gedöns, Eier, wie man das nennt. Warum auch immer. Shimmerwing Chimera. Sie ist so leicht zu töten, aber wenn du sie nicht tötest, dann geht sie, kann sie so ziemlich gut abgehen. Schönes Deck vom Gegner. Ich mag das. So, wir könnten jetzt einen Removal-Spell extrem gut gebrauchen für die Chimera. Elspeth Nightmare ist verdammt guter Anfang. Ich meine, gut möglich natürlich, dass der Gegner hier einen Counter hat. Ich denke mal, das können wir hier auch nicht vermeiden. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich auch die Naiad entfernen, um einen guten Angriff reinzubekommen. Auch keine schlechte Idee, aber ich glaube, so schnell geht dieses Spiel hier nicht vorbei. Und wie gesagt, die Chimera. Ach so, geht ja nur Power 2 oder less, nicht 3. Na dann. Oh, das ist eh das Beste, was wir machen konnten. Jupp. Ah, der Gegner praktisch einen Counter dafür, aber nur für die erste Stage. Und der Rest passiert ja immer noch. Also okay. Ich meine natürlich, sieht jetzt gerade nicht so super aus für uns, aber es könnte schlimmer sein. Und ich sollte endlich mal anfangen, Karten zu lesen, nachdem ich so lange am Spielen, Magic am Spielen bin. Ja, das ist übel. Da wir halt eben auch keine guten Angriffe haben. Aber hey, wir brauchen nur Nightmare Shepherd und Portent of Betrayal und dann gehen wir hier richtig ab. Ja. Noch ein. Achso, noch ein Omen. Was rede ich da? Ja, auch wirklich ein sehr schönes Synergiedeck von Gegner, obwohl ich schon sagen muss, dass ohne die Chimera wäre das Ganze hier wesentlich knapper. Aber ja, deswegen pickt man sie eben. Die ist sehr stark. So. Yep. Funeral Rites. Okay, klar. Ein Dreamstalker am Anticor. Okay. Der ist ja nervig. Aber gut. Ja, unser Manticore ist leider weg.
Und jetzt wird es langsam ein bisschen knapp an Leben, aber hey, wir haben immerhin Portent of Betrayal, um die Chimera dann loszuwerden. Nächste Runde. Es sei denn natürlich, der Gegner kommt diesmal auf die Idee, den Starlit Mantle aufzunehmen und die Chimera damit zu beschützen. Tut er nicht. Ein Glück für uns. Ja, das ist der Manticore und dann wird das Omen in unserer Runde gespielt, um noch was zu pingen, auch wenn das nicht so viel Effekt hat. So, okay. Ja, wir können leider sonst nichts machen. Aber hey, wenigstens sehen wir mal die Action, die wir sehen wollen. Noch ein Starlit Mantle und wir sind so geliefert. So, dann können wir jetzt nämlich schön angreifen mit unseren Flieger-Dudes. Ja, leider nicht ganz, oder? Ja, die drei, da werden wir durchlassen müssen und können dann so blocken und so blocken. Aber wenn der Gegner ein Removal hat, sind wir tot. Das heißt, wir müssen den leider zurücklassen. Fürchte ich. Wir gehen jetzt nämlich auf 5. Ja. Ja, wir müssen auch irgendwann das Spiel beenden. Schade, dass wir jetzt nicht mehr, natürlich nicht noch zusätzlich Minions Return oder so ein Kram offen lassen können, aber das können wir uns halt nicht leisten. So, das wird schon knapp genug. Okay. Wahrscheinlich auf unser Gesicht. Ja. Damit sind wir wieder bei 4. Ja, 3 können wir blocken. Und auch noch das Omen. Ha. Naja. Dass er jetzt 2 Spells in unserer Runde spielen kann, damit habe ich nicht gerechnet. Aber es ist auch nur beim ersten. Na gut. Na gut. Ah, jetzt lasse ich durch. Manticore blocke ich. Das ist der Angriff, mit dem ich gerechnet habe. Und der Angriff, den ich auch blocke. Wie ich es mir vorgenommen habe. Lampad of Oriad und Oracle of Manticore. Und 3 müssen wir nehmen. Wenn da jetzt ein Infuriate ist, dann ist da ein Infuriate. Ja, einverstanden. Oder irgendein anderer Burn-Spell. Noch eine Chimera, okay. Das ist wirklich ein Problem. Und dass der Gegner jetzt auch deutlich mehr Kreaturen hatte als wir. Ja, da brauchen wir ein bisschen viele Antworten in einer Runde. Also werden wir das hier wohl nicht mehr überleben können. Ne, ja, wir können 2 blocken, opfern und das Oriad durchlassen gehen auf 1 und müssen dann trotzdem die Chimera loswerden. Und wir haben 5 Länder, nicht wahr? Ne, wir haben 6, dann passt's ganz genau. Okay, ja. Bring it on. Wir können nichts mehr opfern. Ja, mal gucken, ob wir uns da noch mal rauswinden können. Ich schätze ja nein. Aber hey, wir haben schon knappere Dinger gewonnen. Aber der Gegner sieht 4 Karten und 2 obendrauf. Naja, das ist ziemlich sicher unser Tod, aber ja.
Ja, der hat es auch gesehen. Starlet Mantle of Oriet tötet uns auch. Und er hat sogar noch eine Action gehabt. Naja. Okay. Jo, aber das war schön. Ja, der Gegner hatte einfach mit seinem blauen Card Advantage nochmal sehr viel gut gemacht. Dafür waren wir nicht schnell genug, um ihn unter Druck zu setzen. Er hat relativ schnell stabilisiert, beziehungsweise war von Anfang an kein großer Druck von uns da. Und ja, deswegen konnte er dann zwischendurch immer ein bisschen angreifen, während er noch so das Board unter Kontrolle am Halten war. Und ja, letztlich haben wir dann vor allem gegen den brutalen Card Advantage und Value verloren, der eine Shimmerwing Chimera dem Gegner ermöglicht hat. Ja, auch jetzt nochmal. Auch am Ende. Also ohne die Chimeras wäre es mit Sicherheit knapper geworden. Aber tja, da müssen wir halt auch sehen, dass unser Deck doch einige Schwächen noch hat, die wir auch nicht, glaube ich, nicht so gut ausgleichen können, indem wir hier im Sideboard irgendwas ändern. Naja, ein bisschen früherer Removal Spell hätte auch was gebracht. Also wir hatten hier schon eine echte Chance. Das war schon ein echtes Match. Aber tja, da sind wir dann leider unterlegen. Kommt auch vor. Ah, ein schönes Übungsmatch. Ja, was halt wirklich schade ist, dass wir nicht noch mehr Möglichkeiten haben, mit unserem Sacrifice zu arbeiten. Das ist ja eigentlich auch die Mechanik von Rot-Schwarz und das würde ich gerne eben noch intensiver nutzen können. Ne, dass eben einmal Portent of Betrayal Kreatur zu klauen vom Gegner ist sau cool, aber so ein One-Shot ist eben, naja, schnell vertan. Und ansonsten haben wir halt synergistisch nicht so wirklich was am Laufen hier, was definitiv ein Problem ist, wie wir jetzt halt eben auch gesehen haben. Da hat allein sozusagen die kleine Card-Draw-Synergie vom Gegner und die Value Engine, die er sich dadurch generiert hat, einfach schon ja, das Spiel letztlich entschieden. Ja, Familia, nach wie vor kein Fan von. Wünschte mir, wir hätten stattdessen so ein, wie heißt nochmal hier dieses Pferdchen, das schwarze Pferdchen. Das könnten wir vielleicht noch gebrauchen eher. Oder ziemlich sicher wäre das gut hier, was ich lieber hätte. Ansonsten noch vielleicht so ein Soul Reaper of Mogis wäre auch sehr gut hier gewesen. Also, wie gesagt, nicht das stärkste schwarz-rote Deck, aber interessant genug. Wie gesagt, ich bezweifle, dass Furious Rise wirklich stark ist in unserem Deck, aber ich probiere es weiter. Ich bin hungrig nach dieser Late-Game-Power. Und dann schauen wir mal, was wir gegen unseren Kumpel gleich ausrichten können. Also, bis dann. Moin, moin, moin. Herzlich willkommen in der nächsten Runde. Tja, was haben wir denn hier für eine Hand? Die ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil das Oracle ist natürlich ein netter Spielzug, den wir hier garantiert haben. Und mit nur einem beliebigen Land, was uns fehlt, wären wir schon in der Lage, die Entrancing Lyre auszuspielen. Außerdem haben wir wirklich eine ziemliche Bombe und einen Card Draw Spell auf der Hand. Also unsere Hand, die scheint auch ganz gut dafür zu sein, für ein Spiel, was eben nicht so schnell ist. Allerdings ist unser Deck grundsätzlich ein bisschen besser, wenn es schnell ist. Also ein bisschen schwierig zu entscheiden hier. Ich denke mal, wir versuchen es mal. Wie gesagt, Entrancing Lyre ist besonders, wenn es etwas länger dauert, ziemlich gut. Funeral Rites genauso, Oracle auch und Nightmare Shepherd sowieso. Aber wir sind natürlich auf ein bisschen Kooperation vom Top-Deck angewiesen. Ja, Triton, der nervt ein bisschen, aber das geht noch. Blau-Schwarz.
Ich denke mal, wir greifen an. Ich meine, ansonsten blocke ich den Triton, oder? Also ich wette, so viel ist das Oracle dann auch nicht wert. Ja, das war ziemlich sicher. Und ja, schon ein Problem. Aber das haben wir ja auch so eingeschätzt mit der Starthand. Okay, Omen of the Forge. Heben wir auf. Und ich mache jetzt mal kurz einen Stopp, nur um sicher zu gehen. So, und wir wollen das jetzt in unserer Runde abschießen, weil der Gegner ansonsten einen Enchantment-Counter haben könnte, den er jetzt auch offen gelassen hatte, von dem wir nicht wissen, ob er ihn nicht vielleicht doch auf der Hand hat. Denn da ist Vexingal natürlich sehr gut drin. Er gibt einem auch dann die Flexibilität, entweder den Counterspell ausspielen zu können oder ein Threat. Ach Gott, Rings of Hubris. Furchtbarer Draw hier, aber was willst du machen? Tja. Also jetzt ist zur Hälfte unsere Entscheidung und zur Hälfte Pech, dass wir hier in dieser Situation feststecken. Ach du meine Güte. Und direkt mal Action in den Friedhof bekommen, den er vorher schön aufgeladen hat. Es ist auch noch ein Ferrica Spawn. Piu. Na gut. Aber das können wir immerhin noch in Schach halten mit unserer Entrancing Lyre. Wir müssen also nicht traden mit dem. Dann. Das ist ja das Allerschlimmste. Wollen wir jetzt nicht sogar Funeral Rites spielen, weil wir noch mehr Länder brauchen? Nee, wir können auch den Woestrider ausspielen. Und mit der Goat die Lamia blocken. Und dann scryen. Okay, kann sich nicht selber zum Scryen opfern. So, sollen wir jetzt blocken und dann scryen oder wollen wir warten, ob der Gegner seinen Spawn ausspielt? Aber ich glaube, der Woestrider, der ist gerade sowieso nicht dafür da, um großartig anzugreifen und zu blocken, sondern um uns hier den Scry zu ermöglichen. Und dann kommt er ja später nochmal wieder. Kann der Gegner gerne mich hier den Strider opfern lassen zum Spawn? Wir brauchen jetzt nur dringend Länder. Ich muss dann auch den Funeral Rites nächste Runde spielen, wenn das Land nicht kommt. Was auch sehr weh tut. Also, es fehlt hier wirklich nur das Mana. Zum Glück spielen wir ja gegen Blau-Schwarz, die normalerweise nicht allzu schnell sind, aber. Das ist schon, sieht schon nach einem sehr guten Deck hier aus. Ja, da haben wir ja mit gerechnet. Da haben wir ja mit gerechnet. Das funktioniert nicht. Funeral Rites und jetzt bin ich ehrlich gesagt schon halb tot. Aber wie gesagt, was bleibt uns übrig? Jetzt noch so ein Brine Giant hinterher. Klingt das okay? Das ist. Naja, wir wären natürlich froh. Das wäre wahrscheinlich der beste Zug nächste Runde gewesen, den zu escapen, aber. Ich glaube, der Gegner hätte schlimmere Karten für uns spielen können. Immerhin, was ich mir jetzt vorstelle, ist,
dass vielleicht einer der Lampads am Leben bleibt und wir, also wenn der Gegner einen Removal oder Account hat, ist es schon vorbei. Ansonsten können wir immerhin uns einen von denen klauen und opfern. Ziemlich sicher die Gravebreaker-Lamia, ja. Das ist ja schon fast genug. Aber wir haben immerhin noch eine, die wir dann aber jetzt schon opfern müssen. Ich meine, wir theoretisch können wir mit Wings auch was opfern, aber naja, ich meine, das ist. Es liegt im Bereich des Möglichen für nächste Runde. Wir haben 6 Mana, wir können Wings equippen, Portent of Betrayal und dann opfern. Bin ich ja mal sehr gespannt, ob ich hier nochmal rauskomme. Ja, also wir können eben den Schaden nicht nehmen, deswegen müssen wir hier blocken und blocken selbstverständlich die Kreatur mit der größten Power, opfern die Lampetten ihrer eigenen Fertigkeit und gehen dann nur auf 6. Und wie gesagt, wenn der Gegner jetzt nur noch Länder auf der Hand hat, naja, wer weiß, vielleicht kommen wir nochmal zurück. Furchtbare Karte, aber okay. Die macht, also jede Kreatur hätte jetzt hier mehr gebracht, aber okay. Tatsächlich, bester Spielzug hier ist, die Gravebreaker-Lamia zu klauen. Swamp unten drunter zu legen. Und noch eine Karte aufzuwenden, um die Lamia zu töten. Aber wir greifen für Lifelink an. Und wir sind eine Kreatur vom Gegner fertig geworden. Mussten dafür nur 2 Karten von uns einsetzen. Guter Deal. Komm, wenn jetzt wirklich die Kreaturen ausgegangen sind, ist es nicht unmöglich, dass wir gewinnen. Am liebsten, ich würde jetzt noch eine günstige Kreatur zum Jumpen ziehen und dann den Nightmare Shepherd zusammen mit der ausspielen. Und natürlich, dass der Gegner nicht noch mehr Probleme für uns macht. Sweet Oblivion gehört nicht dazu. Das hilft uns eher. Ja, obwohl wir haben, glaube ich, gar keine Recursion hier. Aber hey, Moment mal. Rieche ich hier eine Chance? Also dafür muss der Nightmare Shepherd resolven, klar. Und ja, das haben wir uns gedacht. Noch ein Jump Block. Hier habe ich auf jeden Fall auch den Shepherd zuerst ausgespielt, denn es hätte uns nichts gebracht, hier den Ragehound zuerst auszuspielen, um sie den Counter zu baiten, sondern wir hätten dann das mit dem Nightmare Shepherd Jump Blocken müssen und deswegen macht das keinen Unterschied. Ja, aber gut. Das hier war natürlich nicht mal ansatzweise knapp. Aber wir haben noch alles versucht, was wir konnten, um noch ein bisschen was rauszuholen. Ein bisschen Chance auf den Win. Aber naja, wie gesagt, da gibt es nicht großartig viel zu sagen. Hey, bis jetzt hat das Deck aber super miserabel performt, außer gegen den Mischman. Naja, das ist natürlich auch das Wichtigste. Aber ich bin doch ein bisschen enttäuscht, ja. Das könnte besser sein, das hier. Sollen diese verdammten Wings hier drin bleiben? Ich bin da immer so. Manchmal mag ich die und manchmal hasse ich die. Aber ja, das. Ja. Ist eben natürlich. Ich sage ja auch, wenn ich die nehme, ich finde die Karte nicht toll, aber die ist halt für eine ganz bestimmte Funktion im Deck da, nämlich für die klassisch sozusagen gecrowdeten Schlachtfelder zu überfliegen. Genau dafür ist die da.
Und ich habe auch nicht wirklich guten Ersatz, muss ich auch sagen. Außer vielleicht Thrill of Possibility, aber na, guter Ersatz ist das auch nicht. Also machen wir weiter. Und geben wir jetzt alles, was wir können, für das vielleicht letzte Match. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück mit einer, naja, nicht ganz ähnlichen Hand, aber zumindest insofern, dass wir keine Swarms haben. Aber nicht so schlimm. Mit drei roten Karten, die alle nur zwei Mana kosten, sieht mir das hier nach einem ordentlichen Start aus. Können angreifen, Sachen kaputt machen, scryen, wenn wir wollen. Und wollen vielleicht sogar mit dem Temple Thief anfangen, denke ich mal. Einfach nur, falls der Gegner hier eine Enchantment Creature hat. Okay, der Gegner spielt Myers Grasp auf eine ziemlich ziemliche Low-Value-Kreatur. Wahrscheinlich, weil er sich denkt, oh, gegen Schwarz-Rot, die sind eher aggressiv, da sollte ich mal lieber frühe Kreaturen loswerden, wenn ich kann. Konnte sein Mana vielleicht auch nicht anders sinnvoll nutzen. Das sind alles Möglichkeiten hier. Elspeth Nightmare. Tötet hier nichts. Sollen wir jetzt noch eine Runde warten? Ja, ich denke mal schon, da wir hier sehr effektiv mit zwei Spells legen können. Ja, und da würde ich auch sofort das andere Oracle hinterherlegen, anstatt das Omen aufzuheben, denn wir wollen den Gegner ja auch dazu verleiten, dass er seine kleinen Kreaturen ausspielt, damit wir maximales Value aus unserem Elspeth Nightmare rausbekommen. Nicht aus dem vom Gegner. Da war es falsch verstanden. So. Möchten wir unser Oracle traden gegen den Tower Scout? Ich denke nicht, gegen Schwarz-Grün, das ist ein Escape Deck. Da möchten wir gerne gegen eine Escape-Kreatur traden. Ich schaue gerade rüber, die Katze komische Geräusche gemacht hat. Ich dachte, die kotzt gleich. Tut sie aber nicht. So, dann. Können wir noch mehr rausholen aus dem Nightmare? Also, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir halten es zurück. Ich greife stattdessen nur mit dem Familiar an und lasse Omen plus den Pump vom Oracle offen. Ja, wir müssen eine abwerfen, da können wir nichts machen. Ja. Jetzt weiß der Gegner, mit was er es zu tun hat. Okay, ein Hierophant, meinetwegen. Ist aber schon suboptimal hier für uns. Ja, klar, halten wir das Omen zurück. Und wenn wir einen Swarm ziehen, spielen wir den Shepherd aus, weil. Also, der Gegner weiß ja, was abgeht. Wäre ziemlich sinnlos, hier was anderes zu versuchen. Auch wenn der mit ziemlicher Sicherheit sofort stirbt. Ich habe ja hier auch keine Möglichkeiten aktuell auf dem Board, den Gegner irgendwie dazu zu bringen. Dass der sein Removal vorher auf eine andere Kreatur packt. Ja, von daher denke ich mal, lassen wir es so. Wir könnten jetzt den Familiar plus Omen traden gegen den Hierophant. Bin ich kein Fan von. Ja, von daher, wir könnten für 5 angreifen, aber kommen dann 6 zurück. Ist auch nicht so sinnvoll. Ja, dann ist immer noch die beste Entscheidung hier, das Oracle zurückzuhalten und einmal zu pumpen.
Also ist nicht unbedingt die beste Entscheidung. Das überlasse ich euch die Einschätzung, aber was mir am sinnvollsten erscheint. Ja, aber tja, leider eben das Nightmare gutes Value dem Gegner gebracht, uns überhaupt nichts. Ja. Und wir sind in einer Situation, die wir jetzt sehr, sehr schlimm finden, nämlich dass wir verteidigen müssen. Dafür ist unser Deck nicht gedacht. Und ich schicke das Omen, da hätte ich auch nochmal dran denken müssen, das wäre nochmal ein Grund, in Familie zurückzuhalten, nämlich nur ins Gesicht, damit ich jetzt scryen kann. Das hätte ich eben noch mehr beachten sollen. Das bringt gerade nicht genug, leider, obwohl es so lustig ist. Ja, wir konnten es ihnen nicht, aber. Ja. Alles andere als begeisternd, diese Draftrunde leider, aber das kommt nun mal auch vor. Vielleicht sollte ich mal immer nur die Drafts hochladen, die gut laufen. Dann sehe ich auch besser aus. Aber, ja. Ja, gut Game, obwohl ich innerlich denke, das war ein furchtbares Spiel. Aber das war, finde ich, also man kann sicherlich über Entscheidungen von mir irgendwie nochmal diskutieren und bestimmt ein paar Fehler finden, aber ich habe gerade noch so den Eindruck, das war ein sehr klassisches Beispiel von unseren Karten und die Karten vom Gegner waren einfach, also unsere Karten haben sich sehr schlecht gemacht gegen das, was der Gegner gespielt hat und dem seine Karten haben sich sehr gut gemacht gegen das, was wir gespielt haben. Ja, hat das Tempo auf seiner Seite gehabt, das Value auf seiner Seite gehabt und wir hatten die, ich sag mal, schon das Potenzial dazu auf unserer Hand, aber es hat letztlich nichts gepasst. Also alleine schon, dass der Gegner keine kleine Kreatur gespielt hat, hat schon mal unser Nightmare und unser Omen schlechter gemacht oder zumindest dafür gesorgt, dass ich es schlechter gespielt habe. Vielleicht ist es ja auch nur so gewesen. Naja. Schade, dass auch dieser Ausflug in Rot-Schwarz wieder nicht gut gelaufen ist. Auch wieder wie das letzte rot-schwarze Deck irgendwie. Naja, wenn ich, sobald ich irgendwelche Aggro-Decks spiele, wird das anscheinend nichts mehr. Zumindest hier in Teros. Ja, aber wie gesagt, wenn ich es mir angucke, keine Ahnung, ja, klar, Familia, da sollte eine andere Kreatur sein. So, Wings of Euphris ist nicht optimal. Was kann man vielleicht noch sagen? Funeral Rites braucht man nicht unbedingt in einem Deck, was so aggressiv sein kann, ja, könnte man sagen. Aber ansonsten haben wir ja eigentlich die Tools, die wir brauchen, ne? Mit einer guten Anzahl von Kreaturen, die aggressiv in Anführungszeichen sind. Lampe zähle ich auch als aggressive Kreatur, weil die eben auch nochmal nachher ein bisschen Burn Damage im Prinzip macht. Also, wir haben eigentlich in dem Deck alles, was wir brauchen. Es ist ein ziemlich rundes Deck. Aber ihr seht, manchmal läuft auch das nicht. Wie gesagt, auch was jetzt Kritik an meinem Deckbau oder sowas angeht, gerne, sehr, sehr gerne. Vielleicht übersehe ich ja auch was, aber wie gesagt, ich schätze das eigentlich als ein ziemlich solides schwarz-rotes Deck ein, vielleicht sogar gut. Und die Performance entspricht eben nicht immer dem. Da muss man mit fertig werden. Das tun wir jetzt. Weinen ein bisschen und dann spielen wir weiter. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bleibt geschmeidig.